everything changes. Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS17 auf der Südhämmern. Und das letzte Mal, wo ich da schon die neue Version vorgestellt habe oder geschaut, was da sich geändert hat, haben wir da diese schönen Rampen hier gesehen. Und da habe ich nicht gewusst, scheiße, ist das normal oder kann man die wieder runterlassen? Und jetzt habe ich da noch einen Tipp bekommen. Auf dieser Seite habe ich gar nicht gesehen, ist ein Bedienfeld. Kann man das wohl rauf und runter machen? Geht nicht. Okay, das ist schon mal gut. So, jetzt? Jetzt, alles klar. Es funktioniert. Man kann es rauf und runter lassen. Das ist natürlich eine super Sache, weil... Kann man das auch so machen, damit man das sieht. Jawohl. Okay, so geht's. Sieht zwar nicht ganz den Mechanismus, was da... was da das hoch und runter macht, aber... Ah, hier. Okay. Lassen wir das mal. Hier stehen die Tore auch angelweit offen. Machen wir da mal zu. Da hat es auch ein anderes Tor gegeben. Für Neues hat es nicht gereicht. Ein bisschen rostig. So, sonst läuft es eigentlich ganz normal. Das Einzige, was uns noch ein bisschen zurückwirft, hier wieder auf der schönen Karte Südhämmern. Unsere Felder, was wir da angebaut haben, ist nicht mehr so, wie es vorher war. Sondern... Es stand teilweise was anderes drauf, teilweise war die komplette Ernte weg, war gar nichts mehr drauf nach diesem Update. Und wir sind eigentlich gerade daran, wieder die Felder herzurichten oder so vorzubereiten, damit wir die wieder nutzen können. Unsere ganze Salat- und Feinkostwirtschaft ist eigentlich am Erliegen, weil die Felder, was eigentlich schon fast fertig waren, eigentlich alle... komplett was anderes drauf war. Also muss ich jetzt erstmal wieder Salat und Rotkohl und Karotten und so Zwiebeln und so Zeugs da alles wieder anbauen. Und das muss dann auch erstmal wieder wachsen. So, super. Der Drescher hat sich auch da hinten festgefahren. So liebe ich das. Das fängt wieder so an, wie es eigentlich immer aufhört. In einer Katastrophe. Okay, den lassen wir mal da stehen. Hier, der hat jetzt da... Was hat er jetzt da eigentlich gemacht? Der hat da, glaube ich, Weißkohl gemacht. Jetzt machen wir da mal... Zwiebeln... Zwiebeln ist gut. Machen wir mal auf dem Feld hier Zwiebeln einfach. So, muss das gepflückt werden oder ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht geschaut, ehrlich gesagt. Ein paar Felder mussten nämlich jetzt auch wieder gepflügt werden. Das gehört nicht dazu. Okay. 18, 19 war eigentlich auch was drauf. Sind jetzt beide leer. Muss aber gepflügt werden. Werden wir dann auch gleich mal tun. Wir werden erstmal den hier starten. Ich würde gerne hier diesen neuen Helfer da mit einsetzen. Okay. Okay. Jo. Machen wir das mal so. Was haben wir jetzt? Zwiebeln. Zwiebeln ist gut, haben wir gesagt. Jetzt steht da natürlich noch ein Traktor im Weg rum. Ist natürlich klar. Das müssen wir hier gerade mal wegfahren. Hier, der schöne Deutz, der darf da gar nicht rumstehen. Der muss eigentlich hier den Mähdrescher abtanken, der sich aber auch festgefahren hat. Eieieiei. So, wir fahren mal hier gleich Richtung Drescher. Versuchen den da mal irgendwie zu starten. Der ist da natürlich am Baum hängen geblieben. Super. Okay, wir machen hier mal...
Okay, ich lasse den mal so laufen einfach. Ich fahre mal mit dem Traktor hier gerade drüber zur Bäckerei. Das ist ja, glaube ich, Dinkel oder irgendwas da drauf. Das können wir hier, glaube ich, eigentlich abgeben. Bin mir aber nicht sicher. Wir werden es ja gleich sehen, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Sonst hat diesmal die ganze Industrie nicht leer gemacht beim Update. Alles klar. Jetzt haben wir nämlich den Salat. Öffnungszeiten. Ich bringe mal hier rüber. Dinkel, ja. Das wäre hier eigentlich zum Abgeben. Okay. Sonst wäre eigentlich noch alles da. Das ist das Einzige, was fehlt. Macht aber erst um 8 auf. Das ist natürlich blöd. Öffnungszeiten. Wie gesagt, das ist das, was sich geändert hat. Macht jetzt hier... Bäckerei. Ist natürlich blöd, wenn die Brot backen wollen, nichts haben und hier noch zu ist. Aber okay. Wenn die das so wollen, dann fahre ich halt noch... Fahre ich zum Hof. Fahren wir doch mal wieder zurück. Fahren wir übers Feld. Schauen wir mal, was der Drescher eigentlich da noch macht. Der fährt jetzt da hinten rum, okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir lassen ihn jetzt wie in so einer Schnecke eigentlich rumfahren. Der sollte jetzt eigentlich einmal außen rumfahren und dann das immer in der Mitte eigentlich wegnehmen. Bis er dann irgendwann fertig ist. Funktioniert vielleicht am einfachsten, anstatt wenn er da zickzack fährt. So wird es eigentlich auch immer kleiner. Und der eckt dann nirgendwo mehr an. Ansonsten hat er immer das Problem mit dem Umdrehen. So, okay, hier ist der kleine Bruder. Der Anno-Deutsch steht da noch rum. Den wollen wir aber eigentlich auch gleich noch nutzen, weil wir haben noch ein Feld mit Sonnenblumen, was wir auch noch abernten müssen. So, jetzt muss da noch... Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, das funktioniert ja eigentlich. Okay. Da haben wir nichts gesagt. Das funktioniert. Das füllt da hinten auf. Es geht voran. Wir haben noch gesagt, wir müssen noch Feld Nummer 19 und 18 pflügen. Da schicken wir gleich da hinten steht noch der Klaas Traktor rum. Den werden wir gerade mal da hinschicken, dann kann der das da umpflügen und wir können dann eigentlich auch das so vorbereiten, wie ich das vorgesehen habe. Da kommt nämlich eigentlich genau, Mais drauf, weil das ist eigentlich in der Nähe von der BGA, oder das ist in der Nähe von der BGA, nicht eigentlich. Und das wollen wir natürlich gerade so nutzen. So, wir stellen den mal dahin. Okay, das scheint auf jeden Fall zu funktionieren, der fährt noch da hinten. Aha, das wäre eigentlich das Feld hier. Nummer 18. Da hatte ich eigentlich noch einmal düngen müssen. Wäre das eigentlich fertig gewesen vor dem Update. Hier. Den müssen wir eigentlich noch wieder starten. Okay. Den werden wir da auch hin und her fahren lassen. Hier spielt es keine Rolle. Was macht der eigentlich? Der macht Raps. Brauchen wir immer. Schöner Traktor hier. Geiles Teil, ne? Wo bin ich eigentlich stehen geblieben? Hier. Genau. So, da haben wir mal die fetten Schluffen draufgezogen hier. Und dann wollen wir eigentlich auch mit dem schon losdüsen aufs Feld Nummer 18. Das werden wir jetzt mal umflügen. Das war eigentlich vorher auch schon zum Umflügen, aber es hat noch irgendwas drauf gestanden, wo wir hätten gleich ernten können. Jetzt ist natürlich alles weg. Macht ja nichts. Gehen wir halt direkt pflügen. So, vielleicht sollten wir hier das Rundumlicht anmachen. Wenn wir da schon unterwegs sind, mit so einem breites Teil, damit sie uns da auch bemerken, die anderen Autofahrer. So, Helfer, was hat die Arbeiten erfolgreich beendet? Das ist sicher der große Fan, der da am Drillen ist, der eigentlich die Zwiebeln da reingehauen hat.
Der ist aber sicher noch nicht ganz fertig, weil er da noch eine Ecke vergessen hat. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, wir sind eigentlich hier schon angekommen. Aha, hier ist sowieso überhaupt nicht gedüngt. Wir klappen das mal aus. Machen das auf die andere Seite und jetzt bin ich mal gespannt hier mit diesen Helfer. Was kann ich denn da einstellen jetzt? Okay, das lassen wir einfach mal so. Und starten das Teil. Jetzt scannt er das Feld. Und macht dann eigentlich vorwärts. Oder auch nicht. Cool, er fährt da ziemlich am Rand raus. Keine Ahnung, was er da vorhat. Was macht er eigentlich so? So funktioniert es nicht, mein Freund. So haben wir nicht gewettet. Scheiße. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Bisschen. So, jetzt scannt er natürlich das Feld nicht nochmal. Was ist eigentlich das da? Gerät runterlassen. Macht wahrscheinlich jetzt dasselbe nochmal, weil er es ja vorher auch gemacht hat. Ja, ja. Okay, wir lassen den mal. Wir brauchen eigentlich diesen schönen Teil hier noch. Oh, habe ich ja super hingestellt hier den Anhänger. Hätte ich vielleicht vorher schauen sollen, bevor ich ihn abgemacht habe. Das Schneidwerk runterzunehmen. Okay, irgendeiner hat das außerplanmäßig aufgehört. Irgendein Helfer hat jetzt da aufgehört. Oh. Machen wir hier das Schneidwerk hoch. Dann klappen wir das mal aus. Dann machen wir hier hinten mal auf. Dann starten wir mal. Ah. Die gute alte Zapfwelle. Auch hier werden wir wieder diesen komischen, unerklärlichen Helfer einschalten hier. Da machen wir auch so einmal rum. Und dann soll er mal scannen und weitermachen. Alles klar, ey. Weiß nicht, was sie eigentlich da machen. Was macht er jetzt? Das ist nicht logisch. Okay, die Autos fahren schon gar nicht mehr. Irgendwas ist jetzt alles blockiert, alles klar. Okay, ich glaube einfach, dieser Helfer funktioniert hier auf dieser Karte nicht. Zum Anfang schien es gar nicht schlecht zu sein. Aber jetzt, vielleicht muss ich da auch noch und dann so rumfahren muss. Jetzt fährt er. Jetzt scheint zu funktionieren. Okay. Lassen wir das. Der ist voll. Die Traktor. Ah, nein. Der eine ist ja hier. Wo steht er denn? Da drüben. Machen wir den mal leer. Da kommt eigentlich recht Ertrag raus dafür, damit wir da eigentlich ganz was anderes drauf hatten. Aber das wäre natürlich
ertragsmäßig natürlich auch so rausgekommen. Oh, sorry. Jawohl. Genau, der da hinten, der fährt noch. Ich sag ja, das ist hier eine Schweinearbeit, wenn da alles durcheinander gekommen ist. Der hat eigentlich ein Problem. Das haben wir gesehen. Der muss eigentlich... Wir starten den nochmal. Fangen da mal jetzt ganz woanders an und schauen, was er denn macht. Er scannt eigentlich das Feld von da, wo er steht, immer. Vielleicht muss ich den einfach hier schön am Anfang hinstellen. Boah, ich bin aber weit oben. Da wird mir recht schwindelig. So. Jetzt müssen wir da mal ranzoomen. Okay, wir machen mal hier Zickzack fahren. Jawohl. Das. Okay. Schauen, ob es jetzt funktioniert. Fliegt schon mal. Auf jeden Fall komisch gedüngt sowieso hier das Feld. Hier kommt denn Mais drauf und auf das Feld nebenan eigentlich auch. BGA ist gleich hinter uns. Vielleicht sehen wir da irgendwo noch die Flamme hinterm Baum. Sieht aus, als ob der Baum brennt von hier aus. Da ist die BGA, wo das Feuer ist. Oh, nicht langsam. Oh, fahr bitte bis zum Ende vom Feld. Oh Mann. Was ist denn los? Irgendwas ist da. Okay, wir lassen den jetzt denn doch da. Hier haben wir immer noch Sand. Der macht das eigentlich recht gut. Kann eigentlich den noch starten. Da können wir nämlich wieder unsere Kompostanlage befüllen. Und hoffen, damit hier gleich mal alle Industriezweige offen sind. Ist gleich um, oder ist schon um 7. Manche machen um 8 erst auf. Manche weiß ich nicht wann. Muss ich erst alles noch rausfinden. Ist natürlich auch neu für mich, wenn das so ist hier. Habt ihr ja gesehen, wo ich da gerade vor verschlossenen Toren gestanden habe, bei der Bäckerei hier. Und so wird es uns sonst öfter gehen noch hier. Okay, dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen von der neuen Version hier von der Südhämmern 8.0. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Vielleicht habe ich denn schon so viel vorbereitet, damit wir da wieder industrietechnisch ein bisschen vorankommen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.